Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute möchte ich ganz einfache Blumen machen. Ich habe mir schon mein Mastercast eingefüllt. Das ist ein dickes, zähes Harz. Mit dem komme ich am besten zurecht. Hier hat es noch ein Bläschen. So. Die Oberfläche habe ich leicht angeföhnt. Und jetzt tropfe ich mir Resin-Inks, Alkohol-Inks, was ihr möchtet, hinein. Mal in die Mitte. Ich mache mal jetzt überall das Zentrum in Rot. Sangria von der Stefanie Etter. Resin Ink. Dann habe ich hier Lime von Octopus Alcohol Inks. Da gebe ich jetzt mal hier nur zwei Tropfen rein. Mache ich hier das genauso. Arbeitet schon schön. Dann habe ich hier Hot Pink. Ich glaube, da reicht dann ein Tropfen. Und dann mache ich hier mit Hot Pink weiter. Mache jetzt mal ein paar ähnliche. Und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Dann habe ich noch Plum, Flamme. Die mache ich jetzt mal hier. Und hier. Und dann mache ich da oben nochmal grün. Am besten. Und das arbeitet schon schön. Was ich jetzt noch mache, ich vermische das jetzt noch ein bisschen. Passt auf, dass er nicht zu weit runterkommt in der Form, dass er nicht die Oberfläche verkratzt. So. Einfach ein bisschen kreatives Chaos da reinbringen. Sieht dann schon gleich interessanter aus. Sonst ist es so symmetrisch, finde ich. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja ein bisschen eine natürliche Färbung nachher quasi erreichen. Oder natürlich, ja, dass es ein bisschen wie eine Blume aussieht, wie eine echte Blume. So, das haben wir jetzt schon mal vermischt. Und ich gieße direkt aus dem Becher. Ich habe hier Mastercast mit weißer Pigmentpaste angerührt und möchte es jetzt extra ein bisschen luftiger gießen. Ein bisschen dicker, ein bisschen luftiger. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich hoffe, das ploppt mir nicht so. Aus dem Becher ist es immer anders als aus dem Spritzbeutel. Genau. Im Prinzip eine große Spirale. So. Und bewusst etwas luftiger. Dann hier auch. Dann kommt es ein bisschen dicker raus. Das macht gar nichts. Okay. Zwei haben wir noch. Genau, das ist immer gut. Dicker und dünner. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Hier ist, glaube ich, ein bisschen. Oh, es wird noch dicker. Und dann noch einmal. Damit entstehen viele Lücken und das hätte auch seinen Charme. Das könnten wir dann noch schwarz oder so aufgießen oder mit Glitzer. Rückseite, die schimmert dann ein bisschen durch. Ich muss mal überlegen, was ich mache. Wahrscheinlich würde ich es wieder ausformen und stehen lassen. Ich habe noch einen Rest, den gieße ich einfach hier mal so rein. Kann ich auf einen weißen Anhänger immer was drauf machen. Prima. Okay. Das war schon das meiste. Meine Handschuhe kurz abwischen. So, was ich jetzt noch machen muss, ist meine Blütenblätter etwas formen. Hier habe ich schon eine Blumenform vorgegeben. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier nach außen ziehen, immer in die
in die Bögen rein und hier an dieser Kante dann nach innen ziehen. Ich fange jetzt einfach mal wo an. Wieder quasi 8 Blütenblätter. So, und nach außen. So, und da noch ein bisschen. In der Mitte mache ich einfach noch so einen Wirbel rein. Also es ist einfach luftiger jetzt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das ist jedes Mal wieder spannend. Genau, hier gehe ich auch wieder. Bei den Spitzen quasi nach innen. Vergesst keine. Und hier bei den Bögen nach außen. Und auch die Farben sind jetzt ein bisschen unterschiedlich. Ich habe jetzt keine zwei gleiche. Das macht schon viel aus. Und der Effekt, obwohl man genau das gleiche macht, sieht nachher bei jeder Blume etwas anders aus. Das ist jedes Mal spannend. So, dann hier auch wieder. Nach innen. Ist im Prinzip ganz einfach. Probiert es aus. Testet verschiedene Farbkombinationen. Und ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt mal hier ein bisschen dicker. Ein bisschen dünner gegossen. Meistens gieße ich aus dem Spritzbeutel. Dann kann man das auch regulieren, indem man, je nachdem wie weit man das aufschneidet, muss man hier noch ein bisschen nach innen. Irgendwie klebt mir das so zusammen. So. Bei den dickeren weißen Streifen sieht man jetzt schon, wie das sich so verändert. Bei dem dünnen sieht man noch nicht so viel. Ich hoffe, es geht trotzdem einigermaßen zu. Und ja, je nachdem, vielleicht, wie gesagt, gieße ich mit Dunkel oder mit Glitzer auf. Eigentlich wollte ich ausprobieren, wie es rauskommt. Und dann was unterlegen, zum Beispiel einen Karton, zum Nachschauen, was gefällt mir am besten. Und das nächste Mal das dann so machen. Also ich muss mal, mich wirklich mal hinsetzen und ein paar gleiche machen. Ich bin immer so am Ausprobieren. Aber ja. Aber das ist toll, dann kann ich jedes Mal wieder schauen, immer ein Video anschauen und gucken, was ich gemacht habe. So, das war's schon. Also, das ist eine ganz einfache, schnelle Blume. Ich gehe jetzt noch ganz kurz vorsichtig mit dem Föhn drüber, um die oberflächlichen Bläschen zu entfernen. Ihr könnt nachher mit dem Feuerzeug aber wirklich nur ganz vorsichtig drüber gehen. Und dann lasse ich stehen. Ihr könnt also beim Mastercast nach 7 bis 8 Stunden könntet ihr ausformen und in die Schale reindrücken. Und ansonsten lasst das 24 Stunden liegen. Und lasst euch überraschen auf den Effekt beim Ausformen. Genau. Also, wie gesagt, noch kurz anföhnen. Und das war's dann von meiner Seite. Genau. Also, wir sehen uns zum Ausformen. Juhu, es ist Ausformzeit. Jetzt bin ich mal mega gespannt, wie meine Schätzchen rausgekommen sind. Ich mache das jetzt vielleicht anders. Ich lege die kurz hier so hin. Und dann drehen wir sie rum. Das ist vielleicht einfacher. Ich werde auch nicht vorher drunter schauen. Ich mache es mit euch. Genau, also das ist die Rückseite. So, Nummer 1. Die Spannung steigt. Da, 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 da. Wow. Wow. Cool. Das hätte ich fast dunkel unterlegen können. Nächste. Wow, auch toll. Das gefällt mir. Und die Alkoholinks, die sind nachher so ein bisschen heller bei der Resin. Also das ist Resinink, das Rote. Das sind, ist kräftiger und die Alkoholinks, die verblassen so ein bisschen. Ich finde das echt schön. Das nächste Schätzchen, tada. Auch so. Das ist ja witzig. Die sind wirklich alle, also bis auf die Farben halt, habe ich sie gut hinbekommen. Meistens sieht jedes irgendwie komplett anders aus. Aber hier sieht man doch, das gehört zusammen. Das ist ein bisschen größer gewirbelt. Aber sonst alles in allem bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Genau, dann wünsche ich euch viel Freude beim Ausprobieren. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Einen Daumen hoch, wenn ihr mögt. Und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Wie ihr möchtet. Genau. Und dann.
muss ich mal überlegen, was ich als nächstes mache. Und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Genau, bleibt gesund und munter. Tschüss, bis dann.